Zurück in Assisi. Nun wird ein kleiner Film gezeigt, der an die Vorgeschichte dieser Treffen hier erinnert. Wenn Sie über Fernsehen zugeschaltet sind, dann sehen Sie natürlich Bilder. Unseren per Radio zugeschalteten Hörern möchte ich erläutern, dass man dort verschiedene Bilder sieht, eben von Papst Johannes Paul II., Mutter Teresa und Vertretern verschiedener Religionen angesichts der Herausforderungen dieser Zeit. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato anno internazionale della pace. Nessun cristiano. Ja, wir hören die Stimme von Papst Johannes Paul II., der 1986 darauf Bezug nimmt, dass eben die Vereinten Nationen ein Jahr des Friedens herausgerufen hatten und dass es eben notwendig ist, dass alle sich aufmachen, um beizutragen, um den Krieg zu bekämpfen. Suppone il solidale impegno di tutti. Tra pochi giorni ci recheremo a Assisi, rappresentanti della Chiesa Cattolica, di altre chiese e comunità ecclesiali cristiane, delle grandi religioni del mondo. Vi andremo come credenti in Dio che hanno a cuore le vicende della storia umana. Jetzt werden Bilder von dem Treffen 86 gezeigt, Johannes Paul II. Und seine Rede, die er damals gehalten hat. Papst Johannes Paul II. Lud damals ein, eben die eigenen Geister von allen Vorurteilen, vom Hass, der Feindschaft, des Neides und der Eifersucht zu reinigen, auf das alle eben wirkliche Mitarbeiter des Friedens sein können. Cercheremo di essere operatori di pace nel pensiero e nell'azione, con la mente e con cuore. Mit diesen Worten wandte sich Johannes Paul II. Eben an die Menschheitsfamilie und an die politischen Führer, auf dass sie dieses demütige Zeichen des Gebets an Gott wahrnehmen mögen. Shanti Brahma, Shanti Sarvabhauma. Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino, vuol dire che siamo già vicini a mezzanotte. Hier ist Johannes Paul II. Am 19. August 2000, das war beim Weltjugendtag in Tor Vergata. Nel corso del secolo che muore, giovani come voi venivano convocati. Und mit diesen Worten ruft Johannes Paul II. Die Jugendlichen auf, dass sie eben die Vorkämpfer des Friedens sind, dass sie Instrumente des Friedens sind und dass sie eben den Frieden auch mit dem Einsatz des eigenen Lebens einstehen für diesen Kampf. Siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione, difenderete la pace, pagando anche di persone se necessario. Anastis, anastim, laitis, alaitim, adotodando vede, danigone, menage, chiamo. Siamo venuti ad Assisi in pellegrinaggio di pace. Siamo qui, quali rappresentanti delle varie religioni. Und die Stimme von Papst Johannes Paul 2002 in Assisi, indem er aufruft, eben die Wolken des Terrorismus, des Hasses und der bewaffneten Konflikten zu und man sieht eben Bilder auch des 11. September, etwas, was wirklich die Welt verändert hat. Dei conflitti armati, nubi
che in questi ultimi mesi si sono particolarmente addensate all'orizzonte dell'umanità. Devo dire, io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. Das ist Johannes Paul II. 2003 beim Angelusgebet und er erinnert daran, dass er zu einer Generation gehört, die Gott sei Dank den Zweiten Weltkrieg erlebt und überlebt hat. Und deswegen sagt er, nie wieder Krieg. Mai più la guerra. Di ricordare e di dire mai più la guerra, così come diceva Paolo VI nella sua visita nelle Nazioni Unite, la prima visita. Facciamo del tutto, sappiamo bene che non è possibile domandare una pace a ogni costo, ma sappiamo tutti quanta grande, grandissima responsabilità. Seguimi. Questa parola lapidaria di Cristo può essere considerata la chiave per comprendere il messaggio che viene dalla vita del nostro compianto ed amato Papa Giovanni Paolo II. Das ist Kardinal Ratzinger bei der Beerdigungsmesse für den verstorbenen Johannes Paul II. In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Auch damals bei der Beerdigungsmesse hat Ratzinger an dieses Anliegen von Johannes Paul II. Erinnert, dass alle sich einsetzen können für den Frieden. Und nun der Papst bei seiner Messe zum Beginn seines Pontifikats. Non sono più al servizio dell'edificazione del giardino di Dio, nel quale tutti possano vivere. Auch hier erinnert dann Papst Benedikt, der gerade gewählt ist, daran, dass alle Menschen sich einsetzen müssen dafür und dass eben diese Welt eine lebbare wird, ein Ort für alle. Und dass eben Zerstörung nicht gerechtfertigt ist für diese Welt. Die Welt ist erlöst durch die Geduld Gottes und sie wird zerstört durch die Ungeduld der Menschen. So die Worte von Benedikt XVI. Am 24. April 2005. Lo spirito di Assisi, che continua a diffondersi nel mondo, si oppone allo spirito di violenza. Und das ist Papst Benedikt am 17. Juni 2007. Und dort spricht er über den Geist von Assisi, Spirito di Assisi, der eben weiter sich verbreitet als Gegenkraft gegen den Geist der Gewalt, des Missbrauchs von Religion und als Vorwand für die Gewalt. Nome di Dio, ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, perdono e vita, amore. Johannes Paul II. Wieder 2002 in Assisi. Nie wieder Gewalt. Plus jamais la guerre, plus
Nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt. Im Namen Gottes mögen alle Religionen auf der Erde Gerechtigkeit und Frieden, Vergebung und Leben und Liebe bringen. لا للعنف ابدا لا للحرب ابدا لا للارهاب ابدا فليحمل كل دين للارض بسم الله عدلا وسلاما وغفرانا وحياه وحبا. Diese Botschaft von Johannes Paul II. Wird nun in verschiedenen Sprachen wiederholt. Nunca más la guerra. Nunca más terrorismo. Que en nombre de Dios, toda religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor. Violence never again. War never again. Terrorism never again. In God's name, may all religions bring upon earth justice and peace, forgiveness, life and love. Hinsa ab aur kabhi nahi, yudh ab aur kabhi nahi, atankwad ab aur kabhi nahi. Ishwar ke naam par pratyek dharm is dharti par nyay एवं शांति क्षमा एवं जीवन तथा प्रेम का प्रसार करे. अलिमूत लेओलाम लोद, मिलखमा लेओलाम लोद, टेरोर लेओलाम लोद, बशम האל מי יתן וכל הדתות ינחילו לעולם צדק ושלום, מחילה, חיים ואהבה.